So, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich musste noch mal was an der Auflösung machen. Sieht nicht besonders gut aus, aber egal. So, ich wollte ja noch eine Quest machen. Jetzt erinnere ich mich. Bam, bam. Und ja, wir nehmen die noch mit. Dann gehen wir mal los. Und zwar ist das der eigensinnige Sohn. Den wollten wir ja letztens machen. Und ich musste diese Truppe hier mitnehmen. Das hatte viele Gründe. Ja. Ihr seht dann, warum. Ich schummel nicht, ich mogel nicht. Nein. Ich bin nur clever genug, um genau festzustellen, welche Characters ich hier brauche. Und voila, wir haben hier Gegner. Und zwar Schläger. Na, das passt. Super. Ja, während das hier läuft. Und ihr habt es bestimmt gemerkt bei einigen Kollegen. Und zwar, wo haben wir ihn? Ja, hier. Ihr seht ja, was habt ihr gesehen? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gesehen? Genau, eine neue Waffe. Das gleiche gilt auch bei ihr. Sie hat ein neues Schildchen, da noch ein Schwert. Geschwungen. Oh yeah. Der Einzige, der noch nichts Neues hat, ist anders. Aber okay, das machen wir ja noch. Ich weiß, was er da kriegt. Ja, und er hat ein Hütchen auf. Ich habe ein Hütchen für ihn gegeben. Ich sag mal so, ich nehme dieses hier. Ja, das perverse Stück hier. Aber okay, dann kriegt er meins. Und dann könnt ihr auch sehen, es wurde schon alles eingestellt. Ich habe mich darum gekümmert. Jaha. Ach, ich habe vergessen, Meryl was zu geben und Sebastian. Sebastian, ach, ich habe den gar nicht hier. Ich meine, den wollte ich ja gar nicht dabei haben. Stimmt ja. Oder ich habe den anders nicht runtergeladen. Und falls einige fragen, lädst du das runter? Wir wollen Sebastian sehen. Nein! Bitte nicht! Der ist so ein Jammerlappen. Ach, kein Wunder, dass man nicht. Ja, aber hallo! Fenris, geht es denn noch? Was für eine ausgeglichene, verdammte Kacke-Truppe ist das hier. Und ihr merkt es ja, die letzten Aufnahmen waren ja nicht so dolle. Der Grund war dafür, ich hatte Zahnschmerzen gehabt. Und bei den Zahnschmerzen kann ich nicht so gut reden. Und wenn ich dann rede, dann hört sich das sowas von abgekackt an. Oder ich kann gar nicht reden. Mal gucken, was hier kommt. Ja, da ist die Söldnertruppe. Aller Tod. Hundchen, komm her und pass. Du heiliger Keks. Echt mal, das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, Fenris, was hast du heute Morgen gefrühstückt, bevor du losgegangen bist? Das würde ich mal gerne wissen. Jetzt würde ich das mal gerne wissen. Fenris, was hast du heute gefrühstückt? Sag mal. Aha, okay. Aha, oh. Na, ob das schmeckt, weiß ich nicht. Okay, er hat mir gesagt, er hat rohe Eier gegessen, bevor er losgegangen ist. Na ja, okay, wenn das schmeckt. So. Und Fenris, du hast einen Levelaufstieg. Glücke Wünsche. Oh, ja, heute bin ich hier etwas hyperaktiv. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Dann investieren wir ein bisschen was. So, ja, eigentlich in Klugheit. Ja, können wir gebrauchen. Er ist auch ein kluger Junge. Ach ja, wir haben das. Stimmt ja. Dann Fassade der Ruhe. Nein. Nein, 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 nein. Da rein. Fenris ist ja ein guter Junge. Ja, ich mag ihn auch. Ich weiß nicht, ich geht. Was war das denn schon wieder? Ich habe irgendwas angeklickt, was nicht so dolle war. Oh, ja, da ist Danzig, der Herr Eines habe ich Danzig. gelernt. Wenn ein Verbrecher in die Kanalisation flieht, sieht man ihn nie wieder. Jupp. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. Seht mal her, Jungs. Freiwillige. Schlagt sie in Eisen, bin gespannt, was der Winter dafür bezahlt. Fenris? Bringt ihn zum Reden. Kein Problem. Bei Andrastes großem Flammenarsch. Wie habt ihr das gemacht? Schon gut.
Ich habe den Jungen in einer Höhle verstaut, ein Schmugglerversteck an der verwundeten Küste. Leute aus Tevinter kommen heute, um das Geschäft abzuschließen. Mhm. Nun, kann ich gehen? Nö. Wenn ich euch leben lasse, verdamme ich zahllose Unschuldige zur Sklaverei. Und wir sind ja ein guter Mensch, nicht wahr? Ja, natürlich. Deswegen, wenn wir mal auf bester Ebene die hier volle Kanne brutzeln. Ja, tut mir super leid. Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Ich hasse euch. Ja, ich weiß nicht, warum es bei den letzten so schwierig war. Magier! Ey, das ist nicht fair. Ich bin unfair. Alter, wie zaubern die denn? Das ist ja affig. Okay, eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ihnen irgendeinen Unterschlupf an der verwundeten Küste gebracht. Gut. Aber das hat er ja auch selber gesagt. Warum sollten wir... Egal! Gut, wir werden dann halt mal Richtung verwundene Küste gehen. Oh, ist doch ein ganz toller Urlaubsziel. Ich meine, hallo! Ist doch schön dort. Ich meine, da sind keine Feinde, keine Bösewichte. Wir haben da jede Menge frei im Freiraum und einige Leute verschwinden zu lassen. Ja, haha. Geht doch. Todeswurzel bekommen. Ich mag's nicht lesen. Ja, ich lese eigentlich so viele Bücher, aber dabei bin ich lesefaul. Ich meine, das ist Zeitverschwendung. Wenn man sich alles und jeden Schrott durchliest, wenn man das Spiel schon so richtig in- und auswendig kennt und man sagen kann, okay, ich weiß, was da kommt, ich weiß, was da ist. Mann, das ist mir sowas von schnuppegal! Wir gehen einfach hin, metzeln was nieder und dann sind wir allesamt glücklich. Oder etwa nicht. Okay, die verwundene Küste ist hier. Ach, wir haben ja die Aufgabe des Kräuterkundigen ja noch. Müssen wir gleich mal machen. Aber das hat hier höchste Eile. Warum zum Henker sind wir jetzt hier? Spinnen. Ich hasse Spinnen. Mir reicht's. Die Gefahr ist vorüber. Geht es euch gut? Aber nicht dank dieser Kerle. Heutzutage bekommt man auch keine vernünftige Klinge mehr, wenn man nicht horrende Preise bezahlt. Ihr hingegen seid genau das, was ein Mann braucht. Ihr seid begeisterungsfähig und versteht euer Handwerk. Also ehrlich mal, ihr... Euer Unsinn hat mich gerade in ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Immer noch besser als das, was mir widerfahren ist. Hört zu, mein Name ist Javaris Tintop. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Kunari zu beschwichtigen. Diese Hornköpfe in Kirkwall haben ein spezielles Pulver. Es explodiert. Und es ist einfach nur Staub. Kein Lyrium, keine Dämonen. Jeder kann es verwenden. Ich habe davon gehört. Es ist der Grund, warum ihre Schiffe so gefürchtet sind. Sie haben es euch angeboten? Ich bezweifle, dass sie begierig sind, es zu verkaufen.
Dieser Arishok sagte, ich sei nicht würdig und dass nur ihre Ausgestoßenen, die Terbe Schott, so gewinnsüchtig wären. Ich dachte, gut, dann spreche ich eben mit denen. Es lief nicht so gut. Allerdings hat es mich zum Nachdenken gebracht. Vielleicht ist er ja zu einem Geschäft bereit, wenn ich ihm etwas vom Hals schaffe, das ihm noch mehr Ärger macht als, nun ja, ich. Die Terbe Schott. Die Terbe Schott, genau. Ja. Habt ihr Interesse an einer bezahlten Jagd? Entschuldigung, ich musste was trinken. Ich hätte ganz schön einen trockenen Hals hier. Haben Zwerge keinen Sprengstoff? Euer Volk muss etwas derartiges doch bereits besitzen. Ja, kleine Spielereien, um Löcher zu reißen, aber nicht, um damit die Erde zu erschüttern. Außerdem bestehen sie meist aus Lirium. Und das ist teuer, giftig, wird an der Oberfläche von der Kirche kontrolliert und leuchtet außerdem so stark, dass es einen zu einem leichten Ziel macht. Probleme über Probleme also. Wenn das Geld stimmt, bin ich dabei. Ich würde es tun, um Geächtete zu jagen. Ich nehme mal an, es könnte für diese Terbe Schott eine Belohnung geben. Solange ihr es nur tut, bin ich glücklich. Also, soweit ich herausfinden konnte, ist ein ganzes Lager von ihnen an der verwundeten Küste. Schlagt ihnen die Köpfe ab und trefft euch dann bei dem Kunari-Areal in Kirkwall mit mir. Wenn ihr es richtig macht, werden wir reich belohnt. Äußerst reich. Ich weiß nicht. Ja, bei Evelyn habe ich schon mal positiv bekommen. Und ich habe mitgekriegt, ja, ich glaube, ich muss doch noch was an meinem Computer arbeiten. Ich hasse dieses... Ich weiß nicht, ich gucke mal nach der Aufnahme, ob da irgendwas ist, was da nicht passt. Weil jetzt passt da überhaupt nichts mehr. Also wenn ich schon mal an meinem PC baue, dann muss es richtig sein. So, da haben wir ein bisschen Schutte. Da hinten ist... Was ist das denn für ein Zeug? Also hier ist nichts weiteres. Gut, dann gehe ich mal weiter hier nach oben. Dann diesen Weg hier entlang. Und gehe eigentlich zum wirklichen... los! Ich wollte einfach nur dieses verblödete Versprechen einhalten. Aber nein! Oder... Ach, Moment. Wenn ich Fenris dabei habe, dann mault er nur. Nee, ich mache eine Charakterkorrektur. Das ist doch einfach zum Kotzen. Ja. Ach, gehängter Mann. Ja, wir haben da eine Quest offen, wir haben da eine Quest offen, wir haben da eine Quest offen. Was? Ungebetete Rettung. Ja, wenn wir die Quest noch annehmen, dann bin ich sowas von Zucker heute. Ein gefundener Brief. Gehen wir erstmal nach Hause, holen uns neue Truppen. Mann, warum einfach nur so wenig? Juhu, ist ja gut. Meine Güte. Gut, wen nehmen wir mit? Auf jeden Fall, warte mal. Bam, bam, bam. Los. Auf jeden Fall müssen wir... Oh, Schande.